Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Wir sind zurück, Leute. Und ob wir wirklich zurück sind, das sehen wir gleich mal auf der Karte. Und... oha, wir sind wirklich zurück, Leute. Wir werden im ganzen Land gesucht und sollen jetzt eine halbe Reise bis nach da unten machen. Ach du Scheiße. Dann müssen wir uns erstmal ein Pferd klauen jetzt. Ein Pferd. Dann laufen tue ich das bestimmt nicht. Da fährt der alte Matrose, der uns hier abgesetzt hat. Vor allem, dass sie sich aufteilen. Puh, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, wollen sie sich alle aufteilen und dann irgendwann wieder treffen. Das wird nicht gut gehen. Aber hier steht schon ein Gaul. Guck mal, den können wir klauen. Ein ungarischer Hengst ist das, Leute. So, und jetzt geht's. Stell dich nicht so an. Was hat er eigentlich für Werte? Warte mal. Der ist ja richtig schlecht. Aber wir werden ihn mal streicheln. Das ist ganz schön groß, oder? Ich habe gar nichts zum Füttern, quasi. Guck mal, jetzt führen wir den ein bisschen. Dann kriegen wir nämlich auch nochmal Vertrauen. Schüttel denn nur den Kopf. Dachte, er kickt mich weg. Aber er kickt mich nicht weg. $3 waren drin. Und Schlangenöl. Und Kekse. Okay, jetzt haben wir was zum Füttern fürs Pferd. Hey, los, du Milka-Kuh. So, hallo Shinson, willkommen im Stream. Wie geht's dir? Ist schon alle Geschenke beisammen. Okay, wir werden hier querfeld einlaufen, Leute. Einfach, weil es schneller ist. Geile Mucke dazu. Das war's schon? Ich wollte schon sagen. Geiler Track dazu. Hallo Extreme Planet. Guten Abend. Willkommen im Stream. Schenkt ihr euch so gar nichts? Also Shinson schreibt gerade. Geschenke? Nee, sowas machen wir nicht. Wir brauchen kein Datum, um uns was zu schenken. Wichtiger ist die Zeit zusammen. Finde ich auch. Finde ich auch, aber nur Kleinigkeit hat man doch immer. Aber schöner Gedanke auf jeden Fall. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Das sind so Vögel, wartet mal. Scheiße, jetzt sind die Vögel weg. Ja. Geiler Track dazu, oder? Amid the crash of the world.
to me that you was dead, but I could not see. I don't wonder, as a wayward soul, was a heart to be haunted by the smoke that goes. Oh, stand unshaken, amidst the crash of words. Nee, so gar nichts. Ich finde das mit Geschenken. Oder den Haushalt schon machen willst und den Rest in den Haus. Ah. Finde die Musik auch mega. Bin mal gespannt, was passiert jetzt. Bin ich gleich da, sag mal? Tatsächlich. Bin mal gespannt, das ist doch unser altes Lager. So einer Pro keiner mehr. Hello? Anyone here? Erstmal schön Bourbon mitnehmen. Das sind auf jeden Fall vergammelte. Susan Strauss, you here? Das sind vergammelte Brote. Halt, da war was mit untersuchen. Ein Brief. Hallo? Dear Uncle Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We have gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them, in Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. Well, thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Milton keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Someone is here. Look, those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around then. See if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton? I'd like to find a poisonous snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley, let's head inside. Gentlemen, be careful. Oha. Scheiße, Leute. Den kriegen wir. Der ist oben, wa? Okay, wir holen uns erst den oben. Vor allem können wir gleich mal in unser Zimmer vorbeigucken. Die Kiste nicht durchsuchen. Home sweet home. Ah, hier ist nichts mehr. Okay, hier kommen wir hinten raus. Country Road.
Take me home. Zack, Junge. Ein Mann Armee. Ah! Zack, Junge. Was, mein Pferd ist fort? Hier ist doch eins. Take me home. That's it. So, jetzt gucken wir mal. Die haben mir den Brief geschrieben. Der war nur umschrieben, aber der war ja an uns. In so einem kleinen Kaff. So. Ich bin mal gespannt. Mach's gut, Fernie. Cool, dass du mal da warst und reingeguckt hast. Arthur! Arthur's here! Oh, Arthur! Oh, you're alive! Just about. Come inside. Come on, it's raining. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Oh, look at this. Just like a job. Okay, okay. Hey! How'd you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. Yes. Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Already? On behalf of Cornwall Kerosene and Tar, the United States government, and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest you. Come out with your hands up.
Give them to a count of five, then give them everything.